Gewissermaßen ist die Boot der emotionale Auftakt jedes Jahr für den Wassersport und für Segeln ganz besonders, weil man hier wirklich alles sieht, was mit dem Segelsport an sich zu tun hat. Von der Jolle über die großen Schiffe, die ganze Vielfalt des Wassersports. Was ein ganz deutlicher Trend ist, ist das Foiling. Die Schiffe kommen raus aus dem Wasser und haben nur noch ganz wenig benetzte Fläche durch die Anhänge und fliegen gewissermaßen über das Wasser. Dass sich das ganze Leben ja digitalisiert, das macht auch vor dem Segelsport nicht halt. Und deswegen gibt es eine Tech-Zone hier, in der man E-Sailing betreiben kann, in der man sich 360-Grad-Experiences ansehen kann. Sie setzen sich eine VR-Brille auf und sitzen auf einem Regattaschiff. In Halle 14 bei der Sailing School gibt es ja dieses Wasserbecken, wo Kinder, Jugendliche, selbst wir als Erwachsene mal in ein Opti steigen können und allerersten Kontakt bekommen mit dem Segelsport. Ein ganz toller erster Einstieg.